Moin Moin Kratujana und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Die Nagato hat eine Fuso-Tarnung erhalten. Eine Tarnung, die wir bei der Fuso schon hatten, eine Samurai-Tarnung, haben sie jetzt auch kreiert für die Nagato und wir spüren einen Trend. Fuso, Nagato, als nächstes dann Amagi, Izumo, Yamato. Mit dabei der Chrom, der alte Yamato-Player, Hallöchen. Ahoi. Der Niere, der alte Samurai, was geht? Hey. Könnte ich mir ehrlich gesagt cool vorstellen, auch auf der Yamato. Bei der Yamato haben wir zum Beispiel die Skorpion-Tarnung, auch dieses Riesending. Warum nicht auch ein Riesensamurai da oben drauf? Hat was. Für alle, die das noch nicht gesehen hatten bei der Fuso, da ist er. Bei der Fuso waren aber, gut, die Fuso hat so riesige Aufbauten, der Samurai bei der Fuso ist auf jeden Fall größer. Da merken wir uns jetzt, nee, nicht Ashitaka, da merken wir uns jetzt, Fuso hat den größeren Samurai. Hätten sie eigentlich auf den Shortstand da oben noch raufsetzen müssen. Aber insgesamt schick anzusehen. Und endlich mal etwas, was nicht damit zu tun hat, neue Schiffe jede Woche rauszukotzen, sondern tatsächlich auch mal Einnahmen zu generieren über Tarnungen. Oder Skins, kann man ja auch sagen. Wir hatten vor Ewigkeiten schon mal gesagt, warum Wargaming nicht den Weg der Skins geht. Und jetzt kriegen wir doch immer mehr Skins für die einzelnen Schiffe. Und hier kann ja jeder selber entscheiden, ob er es haben möchte oder nicht. Euch beide gleich mal gefragt, wie findet ihr die? Optisch so von 0 bis 10, ja. Wenn 10 das Beste ist? 7,5. Cool. Ja. Hat was, ne? Nee, was so? Ne 6. Oh, da ist es auch. Alles über 5 ist super. Siehst du, Chat können wir natürlich auch fragen, was haltet ihr davon? Da muss ich sagen, jetzt, weil wir das schon haben, japanischer Lack gefällt mir einfach besser. Weil es nicht so übertrieben ist, ne? Die Tarnung von der Hyuga, weil ich dieses wellenförmige, diese ganzen Symbole auf dem Schiff, das hat einfach was. Hätte ich, guck's mal bei der Maya an, ist ja die gleiche, hätte ich auch gefeiert, ehrlich gesagt, auf der Fuso und auch auf der Nagato. Mhm. Hätte ich gefeiert. Aber die Nagato hier mit den Samurai, das soll halt so was ganz Besonderes sein. Okay. Achso, was wir nochmal kurz angucken können, die Tarnung selber könnt ihr momentan kaufen. Für Dublonnen könntet ihr euch die jetzt holen. Und bei der Nagato liegen wir jetzt bei 3600. Und die Stadt selber, das haben wir hier, Schiffswartungskosten minus 10%, IP-Gefecht. Nee, ist nichts Besonderes jetzt dabei, aber optisch auf jeden Fall ein Hingucker. Ihr könnt euch natürlich auch das Paket kaufen für 44.000 Dublonen. Aber Achtung, da sind nur zwei Schiffe drin. Der Rest sind nur Tarnung für die anderen Schiffe. So, okay. Lassen wir mal so stehen. Los geht's! Erste Runde. Samurai Nagato. Oh, Alter, was ne Divi. Wieso? Ist geil. Ich spiele Nagato zurzeit sehr, sehr gerne. Ashitaka, Nagato, alles so in dieser Richtung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da gleich eine New Mexico oder eine Colorado mehr Ecke kommt und wir drei stehen kommt da und ballern los. Nee, komm. Brauchst du keine Sorgen machen. Wir haben jetzt Sovius, Lion. Musashi, genau. Sehr gut. An sich eine 6. Wenn die Brandwahrscheinlichkeit dadurch erhöht ist, eine 7. Macht mehr Eindruck als auf der Fuso. Macht mehr Eindruck, aber ist doch kleiner insgesamt. Ich finde, bei der Fuso macht das mehr Eindruck. Ich meine, der Schiff selber ist natürlich wieder interessant gewählt. Oh, Nere. Aber sind aber keine amerikanischen, wie du wolltest. Oh, Alter. Mann. Die amerikanischen haben wir. Komm, hau das Gurkenglas weg. Konzentrier dich jetzt. Guck mal, 5er klatschen. Das wird geil. Das wird richtig geil. Ja, heftig, ne? Besser als 9er. Oh, das ist interessant. Was? Warum sollte man noch Geld für die Tarnung ausgeben, wenn das ganze System bei E-Bite umgestellt wird? Happy Burnout, das Optische, die Tarnung behältst du ja. Und die Bonis, die diese Tarnung hat, behältst du ja auch. Ich habe dazu ein Guide-Video oder besser gesagt ein Devblog-Video gemacht, wo wir das im Detail angeguckt haben. Im Endeffekt, Tarnung bleibt und deine Bonis hast du für das Schiff dann auch dauerhaft durch die Tarnung. Also, das macht keinen Unterschied. Du kriegst sogar nach dem Patch, wenn das wirklich so kommen sollte, ist ja immer noch nicht NDA, aber ist immer noch Work in Progress. Genau. Kann es sogar sein, dass die Werte nachher sogar noch besser sind. Daher gibt eigentlich keinen Grund, nicht nach wie vor so eine Tarnung zu kaufen. White Bunch of Nux in this Team. Oh yeah! Jetzt wird alles massakriert. Hier die DDs ist natürlich ein bisschen ätzend. Aber trotzdem viele schöne Ziele. 5 Schlachtschiffe ist auch gut. Mal gucken. Opfers, genau. Überall Opfers. Aber optisch
absoluter Hingucker. Mir gefällt sie. Ich bin auch ganz ehrlich, der Samurai, den hätten sie auch weglassen können. Das würde immer noch cool aussehen. Gerade die Türme feiere ich. Aber Schwarz-Gold ist eh so eine schöne Kombination. Bin noch so ein bisschen Rot mit drin und dann haben wir die perfekte Farbkombination. Schwarz-Rot-Gold. So, Kongo haut schon ab, der tut Schiss. Fette Kinder ist nicht. Was denn? Wer kennt sie nicht? Kennt sie nicht, die schwarz-rot-goldenen ja, Samurais. Gneisenau, Gneisenau. Beide DDs, alle DDs fahren da unten rein. Wir haben oben keinen. Wenn jetzt hier von frontalen DD oben hochfährt, haben wir ein Problem. Hm. Hä? Das ist ja lustig. Was denn? DDs, T4, T5, T6, T7. Ach, echt? Hm. Ja, ja. Das stimmt wohl. T4 bis 7. Ist ja auch mal. Warum ist hier ein Vierer drin? Ah, durch die Mutsuki. Durch die DB, okay. Ja. Fail, Divi. Gott, oh Gott. So, erste Salve schon daneben geballert. Guter Start. Ich bin auch offen schon. Also das ist schlecht. Heißt, muss nicht alle, viel heißen, aber... Alter, alle drei, die stehen gleich an der gleichen Stelle. Oh, fette London. Fette, fette London. Und Omaha und Gäde pushen da unten voll durch. Krass. Stehen ja schon mittendrin. Ich glaube, unser Maha ist gleich tot. Ein bisschen danach aus. Hey, Königsberg. Na, schade. Ich muss dich da ran. Das wäre nicht schlecht. Ein so ein DD, der ein bisschen in die Richtung wechseln guckt. Oh, oh, oh. Komm, Minsk, bitte. Unterstütz uns. Magst du lieber Apnatschi oder Maya? Maya, glaube ich. Wollen wir da mal draufballern? Ja, können wir machen. Lad noch schnell nach und dann kommt von mir auch eine Salve. Zwei Nagatos vorne, eine hinten. Wer ist das wohl da hinten? Der Ruf, ich stehe alle auf dem Haufen hier. Der Ruf! Ja, eigentlich stehst du ein Quadrat weiter hinten als wir. Ja, viel Kilometer entfernt, klar. Das ist eine Menge. Ich habe 13 zu Gneisenau, du hast 17 zu Gneisenau. Das ist ein Unterschied. Boah, nee, 9000. Die 5 sind zu klein, die trifft der Krado nicht. Auf den Entfernungen ist immer schwierig mit den langsamen Granaten hier. Gneisenau. Oh. Minz bewegt sich da gar nicht mehr weg jetzt. Oh. Boah. Sterben. Okay. Ja. Geht schon los. 6-3 auf Gneisenau. Der Agent Court ist wahrscheinlich auch gleich tot. Der steht ja voll Breitseite zu allen. Wir haben leider die falsche Seite hier. Die ganzen Gegner sind drüben. Das ist richtig blöd. Da fehlt Feuerpower drüben. Wir werden jetzt alles töten, was da rumeiert. Ich denke, ich war auch noch unten. Naja. Komm, scheiß auf die Gneisenau. Guck mal rüber zu der anderen Seite. Und stirbt sonst alles weg da drüben. Guck mal, da ist eine Fuso voll Breitseite. Der nimmt gerade schon schön Torps mit, den könnten wir finishen. Buh. Oh. Okay, so viel Damage habe ich jetzt nicht erwartet von den Torps. Oh. Mutsuki nimmt die volle Fuso raus. Alles klar. Gut, dass wir das gesehen haben. Königsberg down, sehr schön. Mit Zita oder ohne Zita? Ohne. Ohne. Hallöchen, Kongo. Alter, sterben die schnell weg. Holy shit. Und? 8-3 auf Kongo. Sauber. Wird hier zur Seite geschossen. London von da. Jetzt drückt mir die Daumen, dass unsere DDs hier noch ein bisschen was machen. Wenn die jetzt auch beide noch instant tot sind, haben wir verloren. Oh, Isokase frisst gut. Wo wird der langsamer? Hä? Gib Gas, Schiff! Gib Gas! Eckle gleich an der Seite.
weil der noch relativ viel Leben hatte. Flieger raus! Such mir die Eckle, such mir die Eckle! Nice now, das ist keine Eckle. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, okay. Da hinten ist ja noch. Scheiße, ich hätte auch mit Gneisen schießen können. Ist wieder zurückgefahren, ne? Ich dachte, der kommt hier rum. Nee, alles doof. Alles doof, alles doof. Aber wir müssen rüberfahren. Gneisen lenkt ein, falls ihr da hinhaltet. Der versucht gerade den Torps auszuweichen. Warum wechseln einer rein? Einer rein, einer rein! Gar keiner rein, scheiße. Gneise, 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 now. Was geht? Booms! 11.000! Schönes Ding. Hopp, die Gneise noch jetzt unsere Musuki tot? Nee. Boah, ich bin kaputt. Aua. Aua. Eckle, schild dein Leben. Mutsuki, Torps? Oh, jetzt fährt der Gneisenau hinterher. Ah, wirklich jetzt? Okay. Das war traurig. Ich glaube, der hat die Torpwerfer von Mutsuki kaputt gemacht. Der konnte scheinbar nichts machen. Das war ja traurig. Au. Das hat weh. Und ich brenne wieder. Yay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, sind noch fast down. 15.000 noch. Vielleicht die ganze Zeit bereit, Leute. Ganze Zeit. Gedrückt eben. Aber wir kriegen es nicht tot. What a move. Ja, irgendwie. Das hat sich bestimmt auch anders gedacht. Das war gemein. Das hat ja erst noch überlebt, Alter. Es ist doch zum Kotzen. Stehen hier vor mir drin. Ach, die Shun King ist hier drin. Ich kann diese Kase. Oh Gott. Diese Kase ist da vor dir. Ja, ja, kacke. Die Shun King ist ein Problem. Z31 steht da auch und ballert. Alter, was haben die für geile DDs? Komm, Secondary. Die spielen so offensiv, so geil. Und down. Schön gemacht, komm. Jetzt nehme ich die Shun King hier noch raus. Türme, dreht euch, Türme, dreht euch. So, er hat mich instant abgefackelt und der stirbt. Ja, macht ihn. Wäre schön, wäre schön, wäre schön. Und ist immer noch nicht down. Dann kommt noch eine Salve und ist immer noch nicht down. Ich glaube, wir haben ein Problem. So, Zitadelle tot. Ohne Zitter. Keine Mitleidzitter. Ich bin getroffen, Alter, leck mich doch am Arsch. Und ich bin da. Ah, nee, lebt noch, lebt noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Och, er hat echt noch getroffen. Ach, scheiße, weil das zu lange gedauert hat. Alter. Da hatte er wirklich jetzt nachgeladen in der Zeit. Oh. Cool. Was eine beschissene Runde. Das war ja völliger Müll. Gneise noch fast down. Heinrich Kohl, ja. Straßburg, alle noch den voll. Hätte ich noch einmal, dann wäre er weg. Naja. Aber nein, der ist ja wieder hinter die Insel gefahren. Wir haben auf der anderen Flanke nichts, nicht mal runtergeschossen. Wir haben alle volles Leben noch drüben. Verrückt. Ist hier verrückt. Ja, natürlich. Da ist die Eggle. Oh, der müsste auch sterben. Nicht mehr ran, nicht mehr ran. Das ist die Z31. Bäh. Wird nicht besser. Na, 2000, schön. Das haben wir irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt. Ach, schade, dass wir auf der Seite waren, wo die Gegner fehlten. Drei Leute bei uns und der ganze Rest drüben.
Weißt du zufällig, ob die Dido und die Kandarias irgendwann wiederkommen? Keine Ahnung. Eventuell über Weihnachtscontainer und Co. Kann ich dir nichts sagen. Guck mal, kommen die London? Kannst du mit draufballern? Ach, schön, jetzt brauchst du nicht mehr. Nere macht hier die Ein-Mann-Show. Nere hat ein DD-Problem. Wir haben halt nichts mehr dagegen. Königsberg ist die Afk. Oh lol, unser Königsberg ist ja Afk. Oh, Alter. Was eine Runde. Was eine Runde. Ein Torpedo habe ich mir kaputt gemacht. Oh. Mal gucken, ob der noch drauf richtig konnte. Okay. Hab ich noch ein paar geballert. Richtige Seite oder falsche Seite? Gute Frage. Wobei, ist bei ihm egal, der kann die 360 Grad drehen. Ja, und du bleibst da stehen. Gäde von der Seite. Ja, ne? Gäde. Randa, Gäde. Randa, Randa, Randa. Töte, was kommt. Gneisener, guck mal, fast down. Wo ist der? Gar nicht offen. Wo ist der? Ja, der ist gar nicht offen. Alter, die sind alle noch voll. Was ein Wegwerfteam. Das gibt's ja gar nicht. Ganze östliche Flanke. Alle dreimal W gedrückt, ab und tot gefahren. Verrückt. Zitadelle. Schön. So, komm, die kommen noch zu. Drück, drück. Lerne. Lerne, ja. Hm. 13 Minuten gespielt, du hast immer noch volles Leben und deine Teammates sind tot. Ja, ja, ich lerne. 70.000 Schaden, also was los? Das ist ordentlich. Ja. Da hättest du plus 50.000 und wir beide würden noch leben, hätten wir insgesamt mehr Damage. Das sieht nice genau. Ja. Das ist die Sau. Das war's für heute. Auf zur Nacht. Tschüss. Das war's mit der guten Twitch-App. Rip euch noch einen erfolgreichen Abend. Wusche, mach's gut. Lass dich nicht ärgern. Ärger andere. Der Bergmeister, der Fans ab und willkommen in der Ticker-Crew. Dankeschön. Neron, 5 Monate, merci dafür. Radler, vielen Dank für die 10 Geschenke. So ab 70 jetzt schon insgesamt. Und eigentlich viel, viel mehr. Dankeschön dafür. Desert Eagle, 33 Monate. Jetzt geht's langsam, aber sicher Richtung 3 Jahre. Danke für die gute Leitung. Merci dafür. Den Polo auf wie Michael, die hatten wir heute schon, ne? Genau. Dankeschön, Dankeschön. Und das kriegen wir gleich bestimmt nochmal ein bisschen schöner hin. Jetzt verschwindet der. Radler, vielen Dank für die 10. Und die Z31? Habe ich gerade schon gesagt, Nere. Hab ich eben gerade gesagt. Auch von mir. Jetzt vom Komma nochmal. Komm, gerne schieß doch, gerne schieß. Wozu hast du denn so ein Geschütze? Der kennt Tarnung drauf? Der kennt Tarnung drauf. Okay. Zu wenig Chrom. Oh, schieß, hat der wieder schon längst down. Oh. Oh, das tut weh, das tut weh. Oh, jetzt schießt er, jetzt schießt er. Oh. Jetzt schießt er. Jetzt, wo er maximal weit weg ist. Yeah. Ich glaube auch nur, weil er wieder offen war, warum auch immer. Da kommt die Chrom-Salve. Los, Chrom, 3000 ist ja wohl machbar. Nee. Nope. Jetzt solltest du mal dich da ranfahren, den triffst du auch. Ausgewichen. Der wartet noch, bis seine Torps nachgeladen sind. Ja, ja. Erst torpen, dann schießen. Geht, schieß, Mann. Komm, fahr dir ran. Na, 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 na. Mann, die Runde, wir haben verloren, wenn du das nicht machst. Gar nicht. 5 Minuten. Du musst die theoretisch alle noch töten. Du triffst halt nicht von hier hinten. Bam. Fahr ran. Ja, ich fahre völlig ins Kreuzfeuer. Ich kann da nicht einfach. Du stehst die Breitseite zu allen. Das ist besser. Weil ich rumdrehe, weil ich reinfahre. Ja, genau. Weil du da rein. Du fährst die ganze Zeit so. Ein Bullshit. Da Eggler auch fast tot. Lass die Gneise noch wieder. Tschüss doch einfach. Tschüss. Ach, Mann. Ist das ärgerlich. Löschen, Chrom, R drücken, T drücken, alles drücken. Nee, nee, das ist Quatsch, da hinzufahren. Jetzt sind die Reisenau, so auf der Nase, mach tot. Ja, was denn alles so dicht? Du bist der Letzte. Was laberst du? Wenn was nicht jetzt, wann dann? Ne? Gar nicht, weil das Schwachsinn ist. Ja, aber was willst du denn hinten? Den haben wir doch auch verloren. Kiten. Ja. Oh, Alter. Was willst du denn kiten? Die alle? Naja.
doch nicht da einfach reinbrettern. Das ist so dämlich. Dann musst du deine Salben aber treffen. Ja, ja, dann musst du auch beim DD auch mal Schaden machen und nicht bloß daneben ballern. Scheiß auf die DD, der hat sich ja verpisst. Der stand von die ganze Zeit, ja, hat sich mit unserem genau gebettelt. Ganz dicht an den anderen. Die Runde ist jetzt eh gelaufen. Du hättest die DD töten müssen. Nein, natürlich nicht. Geh da auch down. Komm, warte, bis deine Torps gelandet sind. Ey, Quatsch. So ein Blödsinn immer. Du, es war so oder so verloren, aber das war wenigstens noch eine Chance. Das was ist doch keine du, Chance. Wenn ich was da wolltest du denn jetzt, Kai? Totaler Schwachsinn da. Guck, bumm. Bin ich so dicht dran, ey. Ich wäre schön weggefahren, hätte mal zurückgeschossen. Wäre viel besser. Ja, aber wozu? Wieso wozu? Das wäre besser als dieses Rangefahren. Nee, sag mal, wozu? Da. Wozu? Quatsch. Ne? Einfach, um selber noch ein bisschen Damage zu machen, oder wieso? Du willst ja den Sieg nicht, wenn du ballern. Ach, so ein Schwachsinn. Klar. Aber doch nicht in 5 Minuten. Die einzige Chance, die wir jetzt hatten, war, dass sie die Ds noch sterben, wir punktetechnisch aufholen. Ach, und dass das vielleicht ja nochmal spannend wird. Was ein Müll. Also, wir sind alle drei ganz oben. Was war denn das für ein Team? Oh das Gott. Stimmt, da würde ich niemanden sagen, der Schuld hat. Wir haben einfach auf ganzer Linie versagt. Also, das war nichts. Team hat nur Scheiße gemacht. Das gibt's ja gar nicht. Als wir das erste Mal geschossen haben, auf unserer Seite waren 5 Leute von uns schon auf der anderen Seite tot. Alle in Tod gerast, wie die Bekloppten. Um Gottes Willen. Ah, da waren vermutlich mal auch viele Anfänger mit bei. Sah jedenfalls so aus. Viele ohne Tarnung, viele einfach an Orte gefahren, wo du dich fragst, warum. Ist egal. Ist immer das Team. Sowieso. Wären wir mal andere Seite rumgefahren. Ich glaube, die hätten wir alle aufhalten können. Die hätten wir schön runtergeballert. Ah, das ist das Doofe an der Karte. Die ist so langgezogen, so groß. Wenn du auf der einen Seite rumfährst und die kommen da bloß 2, 3, ja, dann kommst du nicht mehr rechtzeitig an drüben. So, vielen Dank für das Geschenk, aber auch für die Community. Ja. Der Rattler macht sowas gern. Wird der hier mal reinballert? Ach, das ist ehrlich. Meinst du, es gibt Leute, die Abos reinhauen und das nicht gerne machen? Nee. Die wollen uns unterstützen und niemand anderen hier. Scheiße, jetzt muss ich die Abos reinhauen. Gibt's bestimmt welche. Der Brain auf immer, weißt du? Bläh, ich bin nicht mehr Platz 1. Scheiße, ich muss mir was reinhauen. Einfach nur, um erster zu sein. Mr. T-Punkt fragt, komm, wie geht's dir? Gut. Scheiße, eine Gartorin nicht. Soweit ganz gut. Hört sich gut an. Was ist das für eine Permatarnung auf deiner Gato? Oh, Skyraven. Guck mal im Spiel, kannst du kaufen. Kaufen. Genau. Schlag zu. Geht Scheiß auch mal los hier oder was? Bring mich nicht auf dumme Gedanken. Gleich getriggert. Oh, schreck, gleich das Oettinger und die Chipstüte runtergefallen. Was? Ich? Was? Alter. Major, vielen Dank für deine 600 Bits. Meinst du so? Oh, Alter. Mindset 81, ich natürlich. Major, dankeschön. Was denn? Wer war der Schlechteste gerade in der Runde? Nee, der Erste. Komm, war der Erste, ja. Ich der Zweite und dann kam Grado. Irgendwann, ja. Aber du hast gerade wunderbar gesehen, 3 Schlachtschiffe, ich stand ganz vorne, Nere dahinter, Krom dahinter. Und im Endeffekt haben wir verloren. Hätten wir alle vorne gestanden, wo ich stand, hätten wir sowas von gewonnen. Jetzt aber ja, ohne klar. Scheiß, ich habe die erste Welle da wirklich getankt und musste dann erste abstehen. Welle, hier, ich war ganz vorne. Du. Ja, jetzt willst du dich hier wieder profilieren, oder was? Alle mit dem Finger so, du. Kennt ihr diesen Meme von Spider-Man? Wo die immer sich gegenseitig so angucken, so die ganze Zeit und immer so auf sich zeigen. Genau das haben wir gerade. Kami, ich will meine Aussage revidieren. Grado ist schuld. Nee, Nero Krom, die haben. Die spielen nicht so oft Schlachtschiffe. Oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Können wir wieder rasieren. Nee, ach, die sind gleich verloren, die Scheiße. Ich meine, wenn das eigene Team 5 Leute verliert in den ersten 3, 4 Minuten. Ja. Also es war... Das ging schnell, ne? Das noch rumzureißen. Wunder, dass es eh noch so spannend in Anführungszeichen war. Haslum, Feedback für deine 200 Bits. Major, Feedback für deine 200 Bits. Ist gleich, Klammer zu. Seda, Dankeschön für deine 1500 Bits. Werner Studio, Dank für deine 200 Bits. Grunz, Hütchen. Kein Dank für deine 100 Bits. Dankeschön. Dankeschön dafür. Merci. Jetzt wieder Bitkrieg. Mann, das war doch, Alter. Tanz, niemand hat für deine 100 Bits. Oh, Alter. Tanz, dankeschön. Niemand hatte vor, Bitwars zu starten. Niemand. Bitwars, das Imperium schlägt zurück. So.
Nee, wollen wir hinter Krom bleiben? Wollen wir gucken, wie das aussieht? So, wie sich das der anfühlt? Fährt so? Noch gar nicht. Der wirklich. Fährt nicht mal! Ah. Ja, jetzt. Doof. Dauert alles immer etwas. Allein die Aussage von der letzten Runde. Ich bin genau neben dir. 4 Kilometer entfernt. 4 Kilometer? Ne, hallo, sag mal. Ja, aber wenn ich 13 entfernt stehe zum Feind, du 4 Kilometer, mit dem schießt du auf 17 Kilometer. Wo ist denn da der Sinn? Jetzt aber ruhig. Mengsler, 1000 Bit, Kälfenberg, 100 Bit. Schreibt mit 1000 Bit. Bitwars, Bitwars. Vader Studio, Fiedberg, 1000 Bit. NXG, Lisa, Kühlberg, 100 Bit. Passung, danke für deine 300 Bit. Dankeschön dafür. Habt ihr es gehört, den Diss gerade vom Krom? Es kann richten, hat der gesagt. Ich dachte, ich habe mich zuerst verhört. Es kann richten. Ja, du hast so schön gerechnet eben. Wie nett, Alter. 14 plus 3? Tülü. Alter. Ihr seid doch wahnsinnig. Hype Train ist auch gestartet. Dankeschön dafür. Das ist der totale Bitkrieg. Der Bitskrieg, genau. Ja. Wir wollen den Bitskrieg. Dankeschön dafür. Merci. Alter. Alter, ihr seid doch irre. Wer hat noch nicht, wer will noch mal 500 Bits von Voldaris? Was? Bitwords hier? Ach, da. Wo gibt es denn sowas? Guck mal, da, der ist Schlimo. Ja. Oh ja, ich auch. Vielleicht auch mal nach vorne gucken. Ja, ne? Ashitaka für Breitseite? Die ist wichtiger, wa? Scheiß auf die Nürnberg, Ashitaka erstmal. Nee, Nürnberg. Vielleicht voll Breitseite, die ist viel gefährlicher. Nürnberg steht, ich hab meine Seite voll verkackt. Ja, Ashitaka steht auch, fast. Voll rein mit Ashitaka. Ja, bumm, Junge, 21.000. Schön. Ich hoffe, ihr habt auf die Ashitaka geschossen. Ich sag, du magst für deine 100 Bits nochmal hinterher, dankeschön. Wie schön, da kann man die gar nicht erwischen. Dankeschön dafür. Nee, nee, hier, wo war er gerade? Der El Chimo, gute Krado hatte ich und deine Truppe gerade im Gefecht. GG Mates. Also, was für ein Feindteam? Dann hast du unsere Leute schön weggeklatscht. Hast du gut gemacht. Wir kamen nicht mal dazu, irgendwas in der Runde zu reißen. So schnell war die Runde vorbei. Doc Short, danke schön für 1000 Bits. Kommen die auch alle her? Können die doch nicht da drüben bleiben, Alter? Warum kommt die New York jetzt hier auch angeschissen? Ich weiß es nicht. Was soll denn der Quatsch immer, Alter? Es ist Wochenende. Ich habe schon 33.000 und ihr so? Würde ja mal Damage machen. Jetzt ich habe noch keinen Schaden gefressen. Was aber schon ordentlich. Du bist Sau, Alter. Oh oh, oh oh, oh oh. Heute steht oder was? Niri, der sagt nicht mal an, dass hier Torps kommt. Wir müssen gleich hier aufhören. Boom! 3-7. Du kannst Angst haben. Komm eh nie an, ne? 8 wieder. Ashitaka wieder voll bereit sein. Ne, mit Scheinhaus. Entschuldigung, hab mich verguckt. Und unser Maha ist da. Boah, ich bin völlig durcheinander gekommen. Runde ist gelaufen. Genau. Ich höre bloß Mimimi. Machen wir auch Fokusfeuer oder schießen wir einfach auf alles, was rumkreucht und bleibt? Scheinhaus hast du gesagt. Okay, Scheinhaust. Voll Breitseite. 8-3 gefressen, ihr seid. Mehr. 9. Mehr. Das ist die Ashitaka. Wir brauchen more Damage. Fette Königsberg lebt auch noch. Und den hau ich ab. Stell weg. Ich werde aus dem Nebel mit HI beballert. Yay. Was haben wir denn heute die ganze diese DD-Cracks? Das ist ja ekelhaft. Den unteren Stufen eiern, die ja sonst muss immer rumspotten und torpen ein bisschen. Sag an, wo du raufschießen willst. I'm with you. Wieso? Was habt ihr denn noch getroffen? Ich hatte bloß ein Ziel gerade. Okay, gut. Ja, fährst du auch bloß rückwärts hier. Muss ich ja. Soll ich machen. Königsberg offen, ist aber weggekommen. Einpushen, angreifen. Ja, dann mach. Nö. Wenn ich schon wieder sehe, wie weit hinten du stehst, da habe ich keinen Bock, hier irgendwas genau zu machen. Neben dir. Die volle Breitseite steht. Steht sogar. Nee, der fährt nicht. Nee, der steht gar nicht. Ich glaube, das hat mich jetzt verwirrt. Ich glaube, ich habe jetzt voll daneben gehalten, weil Neri gesagt hat, steht. Ja. Nee, das ist... Bird of Tudor wieder auf 1000 Bits. Bird of Tudor schreibt, miau, ich bin ein Fisch. Major schreibt, lass das. Vielen Dank für deine 700 Bits noch hinterher. Major nochmal für deine 1000 Bits. Ich bin ein Fisch. Ich glaube, das ist kein Schiff. Ganz normale Unterhaltung. Jetzt sind mehr Fisch nicht.
So, wir haben gleich Gegner hinter uns jetzt sogar schon. Das ist total geil hier alles. Das ist. Ich freue mich. Ist der Wieser da hinten? Okay, okay, okay. Und ich hoffe, ich habe niemanden verpasst. Wenn ja, es wäre eigentlich für die aktuelle 14 Monate schon. Danke. Merci dafür. Wenn ja, dann war es böse Absicht. Nee, auf keinen fühle, Fall. Fühle dich böse, böse Absicht. Ach, wir dürfen ja nochmal mit deinen 1000 Bits. Sorry, das ist auch noch mal. Alter. Seid ihr wahnsinnig? Hab ich hier losgetreten? Mann, ich hab bloß einen Joke gemacht. Dockschrott, wie du aktuelle 1000 Bits hinterher. Und die Runde ist scheiße. Oh, wieso? Hab schon 64.000. Ja, du, aber ich treffe ihn gar nicht. Gekillt, ach ja, Krom, dass du von da hinten nichts triffst, das wundert mich nicht. Ich hab die Ziele angesagt, schon alles immer Breitseite. Iron Duke ist immer noch, halt sich Iron Duke, alle jetzt zu Iron Duke. Also nicht hinfahren. Krom, nicht hinfahren! Ich muss ja hier genaue Ansagen machen. Nicht, dass der gleich gar... Scheiße. Iron Duke hat gefressen, ganze 1200, ich freue mich. Unser Service, der interessant spielt, meckert jetzt. Oh nee, wirklich? Ja. Ist das dämlich? Warum denn der? Warum immer die Idees? Wie kriegen wir die völlig beknackten Idioten die Idees? Immer. Die Gegner haben immer so geile. Und wie kriegen wir die völlig... Ah, das ist... Ah, entspannt bleiben, entspannt bleiben. Klasse. Er lenkt die Roten ab, ist alles gut. Er lenkt ihr die Roten. Ihr könntet ab. Richtung links gucken, Omaha und Co. Mach ich schon, hab schon umgedreht. So. Dachte ich mir schon. Iron Duke kriegen wir nicht mehr down da hinten. Da fehlt der Matsch. Ich meine, solange sie jetzt hier nicht kommen, ist alles gut. 2, 3. Die Gegner sind aber gut runtergeballert, alle schon. Ashitaka nochmal offen. Um Rumtürme. Bin ich jetzt die ganze Zeit spotted? Das ist unangenehm. Ach, da, die Chopin. Wollen wir Chopin? Oh, Blüsker. Blüsker Wieser. Versuche ihn mal zu treffen. Iron Duke hat bloß noch 3000, ey. Oh, schön. 3-7 rein. 3-7 auf den Blüsker. Ach, guck mal, die Jervis, die gerade ganz Zeit geschrieben hat, ist jetzt fast tot, weil er einfach bloß Scheiße macht da vorne. Super. Mhm. So ein Leuten, da kriegst du Puls, ey. Die drüben scheinen das irgendwie halbwegs zu schaffen. Verrückt. Ja, aber ich bin jetzt auch weg. Oh, du bist weg. Naja, ich werde jetzt beschossen, werde jetzt ins Ziel genommen. Nee, zieh rum in den Arsch, wobbel ein bisschen, spiel nee, Kreuzer. Kiten! Mire, kiten! Hier ist halt, sind halt unglaublich viele Gegner. Oh, und ich habe 16.000 gefressen. Und der was... Dezimieren. Ashitaka, was? Julio? Ich weiß es nicht. Nee, der hat nicht mal hergeguckt. Wüsker war das. Der, nee, das wäre krass. Das wäre richtig krass. Ach, Mann. Lüsker hat noch... das ist ja schon. Ashitaka 11.000 bloß noch. Rennt der, oder? Er brennt auf jeden Fall. Salve ist raus. Mal gucken, vielleicht reicht's. Jawohl. Ja. Sehr gut. Und jetzt? Iron Duke? Ich weiß selber noch nicht. Iron Duke komme ich nicht mehr an. Chopin hier? Da kommt der aber, glaube ich, nicht ran, ne? Ja. Ah, nee, der ist ja hinter der Insel. Ja, klar. Stehen die alle dahinter, ey. Farodinosa, Feedback für 4 Monate schon insgesamt. 4 Monate schon noch weiter. Auf geht's. 2 Monate. Macht weiter so. Dankeschön dafür. Versuchen wir. Mann. Was ist hier heute los? Scharnhorst kommt in die Mitte durch, das ist unangenehm. Und Königsberg ist nicht down, weil ich daneben geschossen habe. Scheiße! Ja. Dissonierer, die Jervis hat versucht, dich zu retten. Ja, ist klar. Sag danke, Mann. Danke, ja. Sag danke. Hey, Shani. Das liegt dir immer noch, Alter, leck mich. So ein Lacker, ne? Das ist so ein Lacker. Was? Wie hat der das denn überlebt? Der hatte 3000 Leben. Ich treffe zwei, hat noch 2000. What? Was hab ich den da gerade getroffen? Respect down.
Guck mal, komm, Scharnhorst in der Mitte. Muss mal ganz kurz mit hingucken, wenn du kannst. Er stört nämlich. Wie kommt der da durch, hier, Albert, Alter? 9,5. Du, ist an sich nicht schlecht, weil wir haben drüben alles verloren. Wir müssen jetzt halt alles einfach töten. Das wird aber kritisch. Ich muss mich gleich nämlich um die Ismael noch kümmern. Die Scharnhorst muss vorher unbedingt sterben. Dann haben wir die Seite nämlich fast clear. Huch Gott. Hab ich den gerade verzogen. Zitteranfall. Na, oh, schön, 8-3. Fast down. Kannst du ihn finishen? Versuch's. Bitte, bitte, bitte. Bestimmt nicht. Ja, falsche Antwort. Oh, das ist down. Schön, schön, schön. Mehr kommt, mehr. Nagato need Nerf. Genau, Nagato need Nerf. Klar, Nerf. Qualitätsspieler hier heute unterwegs. Ja, Qualität. Und ja, jetzt fresse ich voll von der Ismail. Das wird gleich wehtun. Jetzt geht genau mein Flieger weg. Willst du mich verarschen? Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke. Das war viel. Au, oh, das war viel zu viel. Au, 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 au. Ich mach bloß 2,7. Kacke. Ah, ich musste rum. Ismail, Ismail. Au, 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 au. Hallo, wie geht's Ihnen? Willst du mich verarschen? Ismail nicht mehr zu sehen. Kacke. Sieht's bei euch da drüben aus, Kaum? Ja, ich bin bei dir. Guckst du da nicht in die Waffe? Was schießt du denn? Ist doch gar nichts offen. Julio, auf die Zara. Keine Ahnung, ich bin bei dir. Ja, die meine ich doch da drüben, du Pflaume. Ja, welche? Du bist doch gerade hergekommen, um auf die Ismail zu ballern, oder nicht? Ja. Okay, okay, ist egal. Ist egal, ist egal. Ist mal wieder offen, jetzt hat die Geschütze nicht mehr rum. Bäuse, Bäuse, Bäuse. 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 Zu lang mit der Tür. Bäuse fährt in die Reuse. Teamplay machen, das ist das Spiel dafür, du. Wer wird Teamplay machen? Du. Ich? Quatsch. Ja, wenn du sagst Bäuse, Bäuse, Bäuse. Bäuse, Bäuse, Bäuse. Ist abgefahren, du. Oh, jetzt ist der komplett stehen geblieben. Ja, deswegen darfst du nicht so weit voll. Ja, danke, komm. Ich hab's eingejuckt, danke, danke. Heran, dann ich bin 14 dran. Jetzt komm verschwindet nicht. Der. Jetzt ist der unsichtbar, jetzt wo ich nachgeladen habe. I'm in Duke. Leute, lebt ja immer noch. Ja, ja. Können wir den jetzt mal töten? Okay. Komm, wir beide zusammen. Jetzt verschwindet der. Der ist noch nicht wahr. Nee, 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 der ist tot. Der ist tot, der ist auch schon tot. Der ist Unterstützer euch bekommen, der lebt immer noch. Es ist so witzlos. Ich hab jetzt beide raufgeschossen, der hat 2000 Leben. Ey, es ist ein Witz. Ich hab getroffen. Komm, du musst ihn töten, ich kann ihn nicht mehr treffen, das ist die Insel vor jetzt. Ich muss dir aber sagen, da steht irgendwie die Scharnhorst, die knallt drauf. Lass sie doch erstmal hochhalten. Beide Scheiße. Können wir mehr Damage machen, wa? Mehr Scheiße? Die Schlachtschiffe auf die Sieg sind Scheiße, sowohl die Nagato als auch die Knallt drauf. Ich habe jetzt 114.000 Damage, ich weiß ja nicht, was ihr macht. Okay, also ich bin Scheiße. Regen ja, ja, das hört sich schon besser an. Ja, ich bin jetzt aber auch tot. Ja, auf damit, stirbt doch nicht immer. Ja, was soll ich machen? Nicht sterben. Ja, dann fahr ich vorhin die Zara rein. Komm, ich brenn schon wieder. Alter, was ich hier an HE Damage fress die Runde. 1200 bei Julio, ich freue mich. Wird hier nicht. Der hat ja noch so viel, Alter. Jetzt kommt hier diese Kackinsel. Warum muss sie denn jetzt. Oh, der schießt HE. Und bin trotzdem tot. Na, fast. Nein, wieso drehe ich mich denn so? Alter, was kommt da alles an HE geflogen? Down. Haben mich runtergebrannt, leider. Schade. Schade, schade. Hm. Die olle Bäuse, das habe ich nicht verstanden. Mehrmals Breitseite erwischt, aber jedes Mal kein Damage gemacht. Und das Ding weggetankt hat. Unangenehm. Nein, was habe ich denn jetzt geschossen? Die nur bis zum Beast of T7, aber nur im Nahkampf. Tops gehen rein, Tops gehen rein. Tops? Nein! Abpralle, Alter, leck mich am Arsch. Komm, du machst das schon. Er ist down. Schön. Ismail, mach die Ismail doch endlich weg. Ja, Abpralle. Mach sie weg. Nicht abprallen lassen. Durch hier Schaden. Mach das. Einfach auf Aufbauten. Schieß einfach auf Aufbauten. Er guckt nicht mal zu dir. Den dreh sofort um. Ja, das kann ich machen. Aber schieß doch mal! Erst töten! Naja, guck mal, zeig dir sogar Seite. Was Alter, war das denn? Verarschen oder was? Das zweite Mal abprallen. Was hast du denn hier geschossen?
Du musst auf die Aufbauten schießen. Nimm die hinteren Geschütze rum. Ja, ich bin dabei. Jetzt aufbauten, aufbauten. Mann. Oh Gott sei Dank. Rum. Julio Cap gleich. Rum. Du musst Zara die hohe Geschwindigkeit jetzt nutzen. Zara Nebels. Scheiß auf die Zara. Runter, rein da. Nee. Nicht wieder so eine Scheiße. Nee, du, er capt. Ja, okay. Ja, den verlieren wir halt. Noch capt hier niemand. Dann verlieren wir halt. Wo ist denn die? Ja. Wer ist wo? Julio ist gleich in den Cap drin. Den bin ich ja völlig breitseite jetzt zu dem. Zu der Zara, ja. Aber die ist egal. Guck mal, jetzt capt er und keiner macht ihn auf. Nee, nicht zu der Zara. Spitz hin zum Cap, musst du. Da ist die Julio. Boah, ist genau die Insel vor. Alter, wie viel Pech kann man überhaupt haben? Ja, und er hat noch geschossen, Alter. Leck mich. Voll echt? Ja, tatsächlich. Ja. Ist klar. Na gut, du warst aber eh die ganze Zeit offen. Support, ja, kill den erstmal. Jetzt die Ziele mit dem niedrigsten Leben müssen jetzt sterben. Er muss sterben, Krom. Griff, bitte. Schaff ich nicht. Wie schaffst du nicht? Alter, nein. Zu weit vorne. Ja. Der Scheiße, dass der jetzt hin... Den schießt auf die Julio weg. Ach, der bleibt genau zwischen dir und der Insel. Nee, macht er gar nicht. Den triffst du sogar. Nee, der ist ja da. Ja. Was? Zara fast gewonshottet. Der nicht gewonshottet, aber... Naja, Julio halt, ne? Ihr fühlt die feindlichen Kräuter bleiben stehen, drehen ab, sonst wie was. Na klar. Dann trifft er überhaupt nicht. Er kriegt ihn nicht und wieder abgefackelt. Ey, was hat der für einen Lack, diese Chopin? Ja. Aber gut gespielt. Kann man, kann man hier machen. Sagen. Spannende Runde. Schade. Es ist halt nichts gestorben bei uns auf der Seite. Da eine Zieter, hier eine Zieter, da 30.000 überall, aber alles immer bloß auf 10.000 runtergeballert und nichts gestorben. Sehr schade. Ich Die Streuung ist kacke, oder? Die Streuung ist extrem kacke, Alter. Ist irgendwie... Hat kein Problem. Ich bin durch Ashitaka momentan noch eingespielt bei den Japanern. Das muss man mögen. Sind eigentlich recht genau. Mhm. So komm, jetzt vom Tal, zieht er weg die Scheiße. Chopin nebenbei, hintere Geschütze, Chopin, komm, bam! Ja, der will dich wegrammen wahrscheinlich. Ja, den haben wir noch. Hilf vorher die Zara! Die Zara kriegt die Geschütze nicht rum. Nee. Aber die Chopin kannst du machen. Ja, kill die Chopin, komm schon. Pass auf, der wird langsam. Schieß einzeln, schieß einzeln, mach. Jetzt schieß langsam, sonst ramm dich gleich. Hintere Geschütze, irgendwann. Ja, da, nice! Jetzt fährst du an dem vorbei. Ja, ne? Ja. GG. Boing. Doppelschlag sogar noch gemacht. Ach, ist das ärgerlich. Nee. Ich glaube, diese drei Leute, die auf der anderen Seite waren, uns jetzt das Genick gebrochen haben, ey. Oh. Oh Mann. Reicht doch nicht zum Durchziehen. Es reicht nicht. Wir kriegen das nicht kompensiert. Fünfer haben sich alle weggeschmissen. Nicht einer, der weiter oben steht. Bei den Gegnern, die Fünfer alle oben vertreten, außer die einen, die beiden. Aber ihr habt ja jetzt zweimal zugeguckt, wie man die spielt. Also los. Ärgerlich. Ich will wenigstens einen Sieg hier mit nur einfahren. Komm. Kann nicht so stehen lassen. Nee, Schnauze voll von Nagato. Wenigstens einer noch. Komm. Was? Hast Schnauze voll? Bist du schon wieder, Nagato? Nere. Aniria. Ja, der will sein Gneise noch pushen. Ja, ich finde das nicht. Also, genau sieht anders aus. Ja, du musst halt genau vorhalten, ne? Das ist erst ja logisch, ne? Wer wohl? Haha. Eine alte Nagato-Legende. Ja, ein bisschen mehr Damage wäre mir lieber gewesen bei dir. Der macht die Anfang von 138. Dankeschön. 138 reicht ja. Dankeschön dafür. Merci. Die Nagato ist nicht genau genug. Die Gneisen sind aus viel genauer. Ja. Hm. Nee, aber das ist. Ach, so meine ich das nicht. Von der Genauigkeit. Ein Schiff, wo mir gesagt wurde, die Japaner sind super genau. Gefühlt treffe ich damit genauso viel mit wie mit der Gneisenau. Und dann kann ich auch die Gneisenau einfach. Ja, das liegt aber tatsächlich an dir. Ich bin am Anfang mit den Japanern, bin ich auch nicht klargekommen. Denk mal an meine ersten Yamato-Runden. Ich war total kacke. Ich habe nichts getroffen, alles immer daneben. Stell dir vor, du hast das langsame Ami-AP, musst ewig weit vorhalten und dann funktioniert das auch hier. Du mit dem dann. Vorhalten, es geht ja nicht um Vorhalten. Es geht darum, wo die Granaten einschlagen bei mir. Weißt du? Das weiß ich nicht. Das Problem hatte ich nicht. Okay. Die ersten beiden Salben waren. Ich hatte nach den ersten beiden Salben 50.000 Damage.
Also das ging eigentlich. Ah ja, du hast auf einer Ashitaka die Breitseite gestanden angeschossen. Ja, und da habe ich nicht verstanden, warum ihr da nicht raufgeballert habt. Wir alle drei standen hab da. Ich doch. Ja, und warum war die nicht tot? Ich verstehe es nicht. Okay. Warum hat er noch gelebt? Man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Kamera ein bisschen rüberziehen. Ach, Menno. Soll nicht sein. Oreo Forest, vielen Dank für den Sub 10 Monate. Und Kuyuzu, der für den Sub 8 Monate. Dankeschön. Was denn, was denn? DD ist in der DB. Wir haben die... Oh, scheiße, DD ist erwischt. Daher aufpassen. Alter, Taschkent und Schulz in der DB. Oh, was aber. Hardcore. Ja, aber wirklich. Hardcore das Team anscheißen. Was ist denn das? Von die Bucke da drin. Wenn du mir sagst, dass das an mir liegt, ist das immerhin ein Trostpflaster. Das heißt, es kann besser werden. Das auf jeden Fall. Hast du bei den Amis auch gesehen. Am Anfang kam es damit gar nicht klar. Und später hat es richtig Spaß damit. Ich mag die Japaner. War ja keine negative Kritik. Es war bloß ein eher, der muss sich dran gewöhnen. Weil, ich sehe das auch gar nicht als negative Kritik. Doch, ich habe es gleich rausgehört. Das war... Nee, du warst schon kurz vor TS und verlassen. Hast du gerade ernsthaft gesagt, ich mag die Japaner? Ich du bist gerade mit zwei Seifen an der Ismail abgeprallt. Naja. Gefühlt 7 Ja, passiert, aber trotzdem. Naja, trotzdem war ich 138 Grad, der müssen ja im Endeffekt. Ja. Kills haben gefehlt. Kills. Wir hatten alle, glaube ich, gut Damage, aber. Gerade sag, wo du hinschießt, ich baller bin schon da, offen, ich bin gleich tot. Scheiße aus dem raus. Ich bin gleich tot. Okay. Da kommen die ersten Salben schon. Ich komme nicht mal an diese scheiß Insel ran, ist auch ein Witz. Das ist, die Runde ist gelaufen, die ist sowas von gelaufen. Wukong, sage ich, Wukong. Aodo kommt hier schon rein, hat auch schon ewig gezündet, Achtung. Ja. Fahr ich mal lieber in Sicherheit. Rüttland ist drin. Mhm. Wukong offiziell komplett verfehlt, sehr gut. Geht das wieder los? Ach, war Spaß. Aodo pusht, knallt ihn weg. Mhm. Ja, ja. Moment. Hab da eine Insel vor. Die Insel 2,5, ist da Junge. Im. Weggeknallt. Na. So, meine Freunde, spielt ihr die Paolo am besten nicht. Ja, was sollte das denn, ne? Ja, YOLO rein und schnell was töten. Sag Adolf, nächste. Was schießt du? Gar nichts, hab immer noch die Insel vor der Fresse. Verstanden. Dazu mal. Durch dass ich spotted war. Bin ich zu langsam geworden, ich hatte eingedreht. Colorado, Colorado. Siehst du auf die Colorado? Ja. Konnte aber gerade nicht richtig erkennen, ob der wegfährt oder nicht. Scharnhorst, der Name war da genau drüber. Aber sieht gut aus wie Salve. Mittig rein und Klatsch! 11.000. I like. Mit 4 Treffern. War schon cool. Schuss war mit. Oh Gott, Alter. Kommt aus der Armut wieder hoch? Ja. Hat er Bäuerchen gemacht, der Kleine. Sehr schön. Fertig. Oh, Alter. Aufzug. Aufzug. Jetzt sind die alle dahinter. Aufzug. Alter. Aufzug. Egal, was ich angucke, es verschwindet instant. Aufzug. Oh, da. Und schaut aus wieder. Alter, was zum Fuck? Dieses scheiß Insel. So, ich bleib jetzt hinten. Ich zoome gar nicht ran. Ich guck jetzt so. Aufzug. Nee, nicht durch die Inseln, durch unsere DDs. Die stehen nicht beide an der gleichen Stelle. Aufzug. Ich bin übrigens die ganze Zeit gespottet. Aufzug. Aufzug. Will ich einen Flieger starten, ob der was spottet? Nee. Alter, wollt ihr mich verarschen? Geht nichts mehr auf? Nee, ne? Taschchen eilt jetzt außen rum. Die Schulz steht im Nebel, der wartet, dass einer spottet. Wollt ihr mich verarschen? Und Kong hat mir 5500 gedrückt. Torps vom Cap-Bereich, Achtung. Ich fahr da jetzt rein. Jetzt rein? Ja. Oh, mutig. Da ist eine Cleveland. Cleveland frisst gleich ordentlich Damage, hoffe ich zumindest. Ja, hoffe ich auch. Alter. Fährt jetzt aber vorwärts. Ach, scheiße. Ich dachte, der fährt rückwärts weg. Oh, Schulz ist aus dem Nebel gefahren. Hat gemerkt, dass scheiße ist. Das hasse ich so an diesen DDs. Die kleinen Mini-Kreuzer. I hate subs. Wer ist denn I hate subs? I hate subs ist die Massachusetts. Okay. Der drüben bei E irgendwas, der jetzt in 4 Leute reinpusht. Hm.
Oh, mal wieder was offen. Ich glaub's ja nicht. Schönes Beispiel in dieser Runde gerade, wie wichtig Spotting doch ist. Wie unglaublich wichtig es ist, fürs Team zu spotten. Also als DD. Jetzt meine zweite Seil, wie ich überhaupt auf dem Schiff richtig abfeuern kann. Und? Guck mal in die drei. Mitte, du. Da ist ganz viel. Kreuze. Ja, hab ich gerade beschossen. Ja. Aber die waren die ganze Zeit zu. Die sind eben gerade erst aufgegangen. Die sind jetzt offen, die bleiben auch noch eine Weile offen. Ja, ist ja gut. Ich guck ja auch hin. Bin doch voll drauf. Oh, Messeschuss, es ist tot. Ich hab's ihm geschrieben. Ist der dumm oder was? Wieso fliegt denn wieder so weit vor? Weil er sich aufgeregt hat, dass wir hier campen. Ja, ist klar. Das war gerade ein Trotz, eine Trotzaktion. Der hat sich weggeschmissen. Der fand das doof, dass wir alle hier so stehen und das. Da fährt er lieber in Tod. Boah, Frontal 12-4. Sehr geil. Hätte ja so mal rückwärts nehmen? Ich erkenne das gerade nicht. Oh, Schalaus hat schön getroffen. Gefressen. Schön. Ich schieß mal. Mal gucken. Lieber vor uns hier das. Nee. Die hat den Top gefressen. Ui, Azuma, 8-3 gefressen. Zwei Treffer bloß. Warte, der feindliche DD hat einen Top gefressen. Ja, von mir. Oh mein Gott. Ich bin gleich hier. Wird der unsichtbar. Alter, ich kriege hier gleich einen Anfall. Jetzt ist er wieder sichtbar. Ah! Auf zu. Sag bloß. 1200, yes. Totale Nagato-Vernichtung. Bam, nicht getroffen. Okay. Jetzt hier schon fast drin. Hier schon gleich parallel neben Cap. Oh Gott, das mal was zu sehen. Da kommt ein Colorado. Da kommt aber auch eine. Qual der Wahl. Bist du da weiter? Nee, du drehst bestimmt weg, wa? Colorado 9-5, geil. Hast du gefühlt eine Ahnung, wo die Jutland hingefahren ist? Auf dem Cap raus Richtung Mitte. Richtung Mitte, ah, okay. Hm, ja. Dürfte nicht unter mir stehen, ja, wa? Nee. Bei weitem nicht. Trau mir nämlich nach diesen ersten beiden Runden alles zu, dass jetzt hier gleich noch Einzeltops kommen. Hallöchen Colorado. Uff, 5-4 bloß. Scheiße. Wir werden alle unsichtbar, weil sie wissen, dass du sie willst. Ach, Mann. Hilf der Freunde, dass ich sie beschieße. Der Krado hat mich beschossen. Toll. Colorado. Irgendwo da. Colorado ist tot. Nice. Ach, hast du auch aufgeballert. Sehr schön. Was machen wir jetzt hier mit denen vor uns? Das klingt geil. Was denn? Ach, hast du auch wieder raufgeschossen? Nö, das war... Ich wusste nicht, wo er hinballert die ganze Zeit. Achso. War aber wichtig, dass er stirbt da von der Mitte. Mhm. Colorado-Geschütze, die 406er rauszunehmen, das ist schon wichtig. Ich drehe mal die Geschütze. Also war auch fast raus. Sehr geil. Wo ist er? Nee, ich komme nicht an, schade. Nee, der ist jetzt gerade weg, aber ich wollte nicht sagen, der ist. Wukong. Das wird nicht treffen, egal. Rum. Colorado auf der Flucht. Okay, 2-2. 9 Minuten. Ey, was für spannende Runden hier heute. Ja, heute geht's, ne? Gar nicht so eine Abschlachtrunde heute. Ist man gar nicht mehr gewohnt. Ja. Pumpdrehgeschwindigkeit der Hölle. Oh, Ibuki. Der spielt sich sogar mal. Ja, ist auch T7, T6. Da spielt sich das. Hm. Nicht die super Scheiße da oben, die Pisse, was der. Ach, darum geht's ja nicht mehr. T10 war genauso Müll. Nein. Wenn du schon meckerst in den Stufen, was manche Leute machen, auf T10 ist es ja. Was da los ist teilweise, das ist ja, das kannst du keinem erzählen. Oh. Gib ihm. Ist ja auch nicht Montag, das stimmt. Montag? Ach, Montag war extrem. Schön, komm. Ist geil, komm, ich hau dir die alle runter auf 30 Leben und du machst immer den Rest, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Hier ist schon die zwei, Moment, was geil. Er hat es die anderen nicht auch gekillt? Nee, der hatte noch 65 Leben, da hat die Achso, weggeknallt. Die hätte ich aber. Ich dachte, aber den hättest du gekillt. 65 Aber nein, musste er mir klauen.
Chan Horse hat nochmal gefressen. Ach, die Chan Horse ist ja auch noch da. Na, guck mal, wenn die Secondary deine Nagato losbollert, dann weißt du, du bist vorne, ne, Freund? Das ist ein Feind. Das ist ein Feind, das ist auch richtig. Ich hab ihn direkt... Alter, was war das denn? Wert King George, du Sau. Aua. Rassiolo, du lässt dich jetzt nicht von den Topser treffen, oder? Nee, lässt er nicht. Die gehen vorbei. Schön. Hallöchen, Scharren. Hohos. Wen habe ich hier? Wer ist hier? Mann, hau ab. Boom. So, next. Pass auf, die King George, die guckt schon her. Die hat mich eben schon einmal böse ab. Und ich bin... Nein! Mein Bruder ist kaputt. Das habe ich auch schon, war auch schon kaputt, jetzt zweimal hier. Ey, du willst mich doch trollen. Jetzt verschwinden die wieder. Aber Captain, ja. Warum denn mein Ruder? Ja, boah, endlich, die Jugend raus. Nice. Oh. Ich bin unsichtbar. Die ist jetzt clear. Die hauen alle ab. Was ein Krampf. Mann, reparier die Kacke! Ich klinge voll ein! Komm, pass auf, ich ramm dich gleich, wenn es so weitergeht. Jetzt. Zieh die bis mit. Wie kann der mir denn das Ruder kaputt machen? Wie trifft ihr das? War bei mir aber auch da klingt. Die frontal zu mir ballert da eh und trifft hinten mein Ruder. Ja, hey. Magic. Oh, alles darüber. Magic Mushroom. Die Bismarck kommt hier so halb lang. Oh, Achtung. Pass auf, Ruder ist Levier tot. Ich brenne wieder. Komm, die Cleveland muss sterben. Kriegen wir die jetzt raus? Tja, versuchen wir, ne? Nee, nicht versuchen. Mach. Nee, der fährt dahinter. Oh, jetzt wird der unsichtbar. Alter! Ja, ja. Wieder beide, die ist an der gleichen Stelle auf der Karte. Ah. Entspannt bleiben. Weil das Ruder in der Garde fast immer zerstört wird. Blackhead, das war das erste Mal jetzt in 3 Runden. Echt, das habe ich noch nie gesehen. Also immer würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber die Situation war gerade richtig bescheiden dafür. Komm, Nagato, Cleveland, triffst du die gleich? Noch nicht. Bismarck fährt gerade so schön. Ja, Bismarck muss das machen. Ja, ja, dem weiter runter. Taschkent schmeiße ich hier gerade weg. Alter, was machen die? Nein, die Insel, was für eine Insel? Die ist ja gar nicht. Das hat bei mir auch gerade gepasst. Ich hab zurückgeguckt, was die anderen machen. Nein, das reicht nicht. Scheiße. Dass ich hier erstmal voll in die Insel reinfahre. Komm schon. Brett nochmal. Secondary, mach was. Oh. Jede Salve. Brand. Jede verkackte Salve. Oh, der ist weg, schön. Jede verkackte Salve. Oh, 4-5. Ich glaube, ich bin tot. Au! AI macht mich klar. Und ich brenne an noch einer Stelle. Alter, sag mal! Boah! Voll auf Überleben geskillt, Brandschutz, Eis geskillt. Und ich brenne dauerhaft. Eine Murmel. Yay. Das war Damage. Was? Bullshit. Und ich brenne. Und ich brenne. Aha. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Ich versuche hier noch irgendwie zu überleben. Ich gehe gleich auf durch die Cleveland. Scheiße. Komm, Cleveland kannst du nicht beschießen, oder? Doch, beschieß die ganze Zeit. Oh, jetzt wird der auch nicht. Warum denn? Ich schmeiß dir gleich irgendwas aus. Ich schmeiß dir mit Recht aus dem Fenster. Ich kann doch nicht down zugehen, alle. Treff den einfach nicht. Ist zum Kotzen, Alter. Ja, wenn ich mich jetzt abfacke, bin ich tot. Ah, brenn doch nicht. Oh, 1000 gefressen. Immerhin. So, bin zugegangen. Pass auf, der trifft mich gleich wieder. Nicht normal, Secondary-Duell! Knack ihn weg! Hau ihn weg! Nee, der fährt leider nicht mehr. Na, schade. Oh Gott. Schönes Beispiel dafür, wie eklig HI doch ist, ey. Alter! Turniere. Steht der? Der steht fast, ne? Der ist sehr langsam. Na, scheiße, Niere down. Komm, push da nicht rein! Hör auf! Nee? Warum? Warum fährst du in die rein? Boah, 18, schön. Du bist ja ganz alleine. Ja, ich wollte dich von der Seite wegknacken. Was los? Was ist denn los? Ich mach kein Damage mehr. Wo sind denn jetzt die Salben von den letzten beiden Runden hin?
Ja, ne? Müll. 1000 ja, hier, so 1000 da, Cleveland daneben. So ging's Millionen vor. Gesteuerte Scheiße, ganz klar. Wo du wieder gesagt hast, nee, das liegt an dir. Das liegt nicht an dir. Nee, ich meine, ich habe 68.000 Grad. Das Schiff ist okay. Geil, aber du bist scheiße. Wie Cleveland, dass der noch lebt, das ist so ein Witz. Das kein ist lustiger. Witz, was haben wir auf den geballert? Der wollte einfach nicht sterben. 5 Minuten, ne? Ja. Warum nicht reinpushen? Wir führen punktetechnisch. Hör auf. Wir haben ja noch einen Träger dabei. Das hätte ich nicht gewusst, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht. Du wirst jetzt auch vom CV angegriffen. Dreh ein, zieh nach oben weg, du. Hau ab. Ja, da. Ja, mache ich das schon. Ja, viel zu spät alles. Viel zu spät. Bismarck auch verfehlt. Puls hier, krieg Puls. Lad nach, die Scheiße. Pass auf, der wird gleich wieder unsichtbar. Nee, wird er nicht. Okay, der ist jetzt tot. Der CV ist da bei dem, also. Ja, er wird trotzdem unsichtbar. Wir hätten ein bisschen C noch cappen sollen. Bismarck, die Salve rein. Tschüss, Bismarck. Boom! Sauber. Natürlich verschwindet der. Geht doch. Geht doch. Was eine Runde, ey. Aber wirklich. Alle drei Runden. Alle drei Runden. Wie muss man die hier heute spielen, um einen Sieg einzufahren? Ist ja verrückt. Music SP, vielen Dank für dein Abo. Willkommen bei uns. Welcome. Vielen Dank für insgesamt 2 Monate schon. Dankeschön. Dankeschön. Warum bist du denn tot jetzt? Ich hab doch gesagt, fahr weg. Und jetzt CV mich. Hab ich jetzt auch nicht verstanden, warum du da... Töte die Cleveland Chrome, ich hab gerade geschossen. Nee, die Schulz macht das. Ja, ist weg. Nice. 1200 auf die Wukong, richtig smart. Hab ich gut gemacht, hab ich richtig gut gemacht. Richtig smart vor allem. Ja. Richtig small, passt wohl eher. Richtig, richtig small. Das können wir doch verlieren. Ja, natürlich. Die Idee hat sich auch noch weggeschmissen jetzt und er lenkt instant ein. Oh. Kennt ihr diese erfahrenen Kreuzerspieler? Es ist ekelhaft. Würde ich meinen, die müssen theoretisch den Cap holen. Klaus Fjolo hat noch gut Leben. Kong hat bloß noch 11.000. Bei D könnten, höchstens die Hornet könnte bei D irgendwie hinfahren. Ja, unwahrscheinlich. Weg. Ja. Das wäre unwahrscheinlich. Und ich meine, er müsste auch gleich anfangen zu cappen, weil läuft ja noch 2 Minuten. Warum hat unsere Wukong mich gerade beschossen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Was? Ich hab auf mich geschossen, warum auch immer. Ich weiß nicht, was es will. Schön spannende Runden. Ah, wirklich. Ist man gar nicht mehr gewohnt. Das ist man nicht mehr gewohnt. Gegen George hätte man mehr Eier haben sollen. Wäre der hier hochgefahren? Ich glaube, der hätte uns sogar klar gemacht. Kann der Hornet mir potenziell 26.000 drücken? Boah. Also, wenn alles reingeht, ja. Ach, sehr schön. Bomben. Das wollte ich hören. Aber so ja, nur mit Bomben, die kommen ja gerade. Und Brände das ist auf jeden Fall möglich. Ja, ja, ganz toll. Ja, nee, der geht also neben. Ganz toll. Ja, ja. Also die Faust hier, mit die, ist ja auch so schwer, mit den Bomben zu treffen. Ja, ja. Du hast Anti-Air 42, 42, 42. Ich sehe meine Anti-Air. Mhm. Ein Glück. Shukaku hat da das Feld gesetzt. Ja. Ein Glück, ja. Shukaku, ja, gut gemacht. Oh, nicht brennen. Kommt ein Bömpchen. Oh, 2200. Eine Bombe. Wie viel wären das insgesamt gewesen? 30? Ein bisschen mehr, ja. Scheiße. Die Wukong spielt verdammt gut. Ist jetzt auf Vollbreitseite, oder? Ja. Sobald du den geschossen hast. Schaden gefressen. Ja, ja. Alter, das ist der größte Lacker auf Erden oder der spielt einfach bloß verdammt gut. Was ist hier? Was passiert? Ich habe es noch nicht einmal geschafft, in dieser Runde dem großen Damage zu drücken. Komm, 48 Sekunden noch. Hier, knall ihn weg. Team, wir schaffen das, die Runde, wir hauen uns noch weg hier, Team. Nein, du sollst. Herr Lehmann, stirb. Wukong, Breitseite jetzt. Wukong ist Breitseite, das könnte noch was werden. Nee, naja, Wukong. Wukong ist scheiße zu treffen. Ist vorbei. Das war der 8-3, ja. Naja. Naja, 83.000. Alter, was ein Krampf. Oh, easy. Siehste, mein Team, was ich nicht gleich komplett wegschmeißt und schon klappt hat. Oi. Was eine Runde. Ja. Was eine Runde. Ersten Bein, Salventechnik hat mir deutlich besser gefallen. Aber hat trotzdem gereicht hier. 2 Kills gemacht, wichtige Kills, Bismarck auch noch rausgesniped. Das hat gut funktioniert. Wann ist das andere, was ich noch gekillt?
Irgendwas hatte ich noch weggerotzt. Nun gut, nun gut. Schön. Ah, guck mal, Krom, wo der Kleine wieder ist. Ja. Bla, bla, bla. Was du überhaupt? Ja. Im Gegensatz zu euch habe ich wenigstens Kills gemacht. Ich habe nicht einen Kill, ihr beide. Ja. Hauptsache Damage-Farben, weißt du? Hauptsache Damage-Farben. Nee, die Runde war nicht gut. Die anderen beiden Runden davor waren besser. Aber... anstrengend mit dem Treffen. Wenn ich bedenke, dass ich mit fast 90.000 Schaden gerade im Mittelfeld stand, was haben denn die anderen alle gedrückt? Was war denn das für eine Runde? Was musst du denn hier heute liefern, damit überhaupt ein Wind einfährt? Und wie sollen denn Leute mit einem Durchschnittsschaden von 30.000 hier irgendwie einen Sieg einfahren? Verrückt. Gott. So, aber schicke Tarnung und tolles Schiff, Nagato nach wie vor. Macht saumäßig Spaß. Und wer diesen Spielstil mag, kann ich nur empfehlen, die Ashitaka mit Kobayashi-Tarnung. Spiele ich zurzeit unglaublich gern, hat mir in Ranked auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Anagato ist schon ein schönes Schiffchen. Mit einer verdammt schicken Tarnung. Ob ihr das Geld dafür ausgeben wollt, ob es sich lohnt, ist ja meist auch mal die Frage. Nein, lohnt sich nicht. Das ist ein Forschungsschiff, habt ihr es einmal durchspielt, ist nie wieder. Warum sollte man es denn noch weiterspielen? Aber insgesamt eine tolle Tarnung, die schick aussieht und hoffentlich nicht die letzte dieser Art. Bewertet nicht vergessen, eure Meinung zur Tarnung gerne in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal.